großartige Spiele, die sich trotzdem schlecht verkauft haben? Gibt es immer noch, gibt es immer wieder Publisher oder Entwickler, die sich enttäuscht gezeigt haben, weil sich ihr Spiel nicht so verkauft hat, wie sie sich das erwartet haben, obwohl die Zahl eigentlich doch ganz gut ist? Oder große Kritikerlieblinge, Award-Gewinner, die trotzdem einfach niemand gespielt hat, weil sie eben sich so schlecht verkauft haben. Du hast es nicht gekauft. Und es gibt so viele kommerzielle Flops, dass ich mir gedacht habe, ey, da sind einige richtige geile Kracher dabei. Die dürfen nicht einfach mal irgendwie das Stigmata des schlechten Spiels tragen. Wir müssen denen mehr Aufmerksamkeit geben. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich stelle euch meine Top 10 der besten Spiele, die eigentlich sich total schlecht verkauft haben. So, Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Matthias alias Yetivin und wie ich eingangs gesagt habe, geht es heute um die Flops. Es geht um kommerzielle Flops, die sich leider nicht so verkauft haben, obwohl sie richtig geil sind. Und ich habe mir gedacht, ey, wie cool wäre das, wenn man da einfach mal eine Top 10 macht, um denen auch ein bisschen die Bühne zu geben, weil da sind richtig geile Spiele dabei, die unbedingt gespielt werden sollten. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich picke mir da 10 mal raus. Ich möchte aber im Vorfeld noch mal erwähnen, dass das natürlich nur meine Meinung ist, also das ist nur mein persönlicher Spielegeschmack, und wenn ihr erwartet, dass ich euch jetzt da so genaue Zahlen nennen kann, ist nicht ganz möglich. Es gibt immer wieder so bestimmte Artikel, die so ein paar Verkaufseinheiten auch genannt haben, so von bestimmten Spielen, die liegen aber schon Jahre zurück oder Jahrzehnte zurück, da kann man das alles ehrlich gesagt alles nicht mehr abwiegen, vor allen Dingen, weil es dann auch noch Re-Releases gibt, es gibt dann Ports, es gibt zum Beispiel auch noch Remastered-Versionen, die teilweise damit reinspielen. Das ist alles gar nicht so einfach. Ich beziehe mich dabei auf das allgemeine Medienecho, ne? Was haben so Artikel ergeben, bestimmte Recherchen und so weiter, und natürlich auf Analysten beziehungsweise auch auf Publisher und Entwicklermeinungen, denn es gibt ja manchmal so, ja doch irgendwie so das Statement, dass sich bestimmte Spiele nicht so verkauft haben wie erwartet. Da bin ich aber ein bisschen vorsichtig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Square Enix denke, die bei einem Tomb Raider Reboot 2013 sich sehr enttäuscht gezeigt haben, obwohl das Spiel sich irgendwie 7 Millionen Mal verkauft hat, das kann ich irgendwie nicht hier reinballern. Es gibt da noch viel, viel schlimmere Beispiele, die da mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach an mit Platz 10. Der Platz geht für mich an Eternal Darkness, ein Spiel, das zu seiner Zeit richtiges Kritikerliebling war, hat über 90 Wertungen bekommen, hat Awards gekriegt, war unter Fans auch ein sehr, sehr heiß diskutiertes Spiel, weil es super viel probiert hat, sehr experimentell war. Es ist grundsätzlich ein Horrorspiel, ein Survival-Horrorspiel, so ein bisschen im Stile von so Resident Evil, allerdings hatte es so ganz viele so Psychotricks auf Lager, die einen verwirren sollten, die einen so hinters Licht führen sollten. Als Spieler war man dann plötzlich vor einem Bluescreen oder plötzlich hat sich das Spiel neu geladen. Also da hat es viel mit Wahnsinn zu tun gehabt und das war natürlich total aufregend. Aber das Spiel hatte so ein paar kleine Probleme. Das Spiel ist nämlich exklusiv auf den Nintendo GameCube herausgekommen, wurde auch danach nie weiter portiert oder auf eine andere Konsole gebracht. Also das heißt, es ist auf dieser Konsole gefangen und der Nintendo GameCube ist jetzt nicht für mich die Nummer 1 Horrorspielkonsole. Natürlich gibt es da Resident Evil und da gab es auch ein paar richtige Kracher, aber abseits davon war da nicht so viel zu holen in meinen Augen. Das heißt, es war nicht das richtige Publikum. Und das, obwohl das Spiel von der Presse durchweg gelobt wurde. Ich habe mir das Spiel dann auch angeguckt und ich kann auf jeden Fall die Faszination hinter diesem Spiel verstehen. Ich war damals allerdings nicht so ganz begeistert, deswegen ist es hier auf Platz 10 gelandet. Aber ich kann diesen Respekt zollen. Dieses Spiel wagt etwas. Es hat eigene Wege genommen, die mittlerweile auch von anderen Spielen aufgegriffen worden sind. Also heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so originell, aber es hat immer noch so sein Alleinstellungsmerkmal. Und ich habe mir das auch nochmal besorgt. Ich habe die Hülle da oben, deswegen hole ich sie jetzt gerade nicht runter. Ich habe vor, diesem Spiel nochmal eine zweite Chance zu geben, weil gerade weil es eben so ein ganz vergessenes Spiel ist und sich eben total miserabel verkauft hat, sollte man da nochmal einen Blick drauf werfen. Denn das war wieder mal so eine Vision. War mal so ein Spiel, das mal anders war als die anderen. Deswegen, Eternal Darkness auf Platz 10. Platz
Platz 9 ist wieder ein Horrorspiel, das allerdings die wenigsten kennen werden, sogar noch weniger als Eternal Darkness, würde ich behaupten, und zwar Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Auch ein Spiel, das von den Kennern sehr gelobt wird. Ich kriege das immer wieder mal mit, so spiel mal Call of Cthulhu, das ist mega geil. Leute, ich hab's gespielt auf dem PC. Das kam nämlich exklusiv für den PC und auch für die allererste Xbox heraus. Ich glaube, eine andere Konsolenversion gab es nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn die Konsolen sich nicht so sehr verkaufen, wie eben damals die allererste Xbox. Es ist aber auch nicht ganz so überraschend, wenn ich ehrlich bin, weil seitdem ich dieses Spiel gespielt habe und das immer wieder mal anspreche, ich habe nie ein Feedback bekommen. Also es hat anscheinend kein Mensch gezockt, außer ich und vielleicht die drei anderen, die das gespielt haben oder die es gekauft haben, was sehr, sehr schade ist, denn das Spiel ist auch super experimentell. Call of Cthulhu ist eh so ein Mythos, der mich irgendwie reizt, das muss ich schon immer sagen. Ich finde diese sehr, sehr morbide Gruselstimmung total bedrückend, deswegen zieht mich das so magisch an, aber das Spiel hatte eben so eine sehr, sehr gute Abwechslung. Es war ein bisschen stealthy, man musste ein paar Rätsel lösen, mit Leuten quatschen, Umgebungsrätsel erkunden und halt ein bisschen Action dabei. Alles so gemixt in so einem sehr, sehr interessanten Horror-Setting mit einer geilen Story, die in diesem Fischerdorf spielt, wo du als Privatdetektiv da reinkommst und dann sind dann die ganzen Dorfbewohner, die dich sehr argwöhnisch betrachten und du merkst, da stimmt irgendwas nicht und dann gibt es diese legendäre Szene, die wurde bis heute auch oft zitiert oder beziehungsweise rezitiert, diese Szene, wo du in diesem Bett liegst, in deinem Hotelzimmer und die Dorfbewohner wollen dich töten und die hämmern an die Tür und wollen dich stürmen und du musst da versuchen zu flüchten. Das sind so Momente, wo du dir denkst, Alter, das ist einfach so geil gemacht, so gut gescriptet, so gutes Pacing. Hinten raus war das Spiel leider etwas zu Action geladen und da hat einfach diese Shootouts nicht richtig funktioniert, aber grundsätzlich ein super spannendes Spiel, das leider viel zu wenig Leute gespielt haben. Nicht zu verwechseln im Übrigen mit dem letzten Call of Cthulhu Spiel, das war nämlich 2019 oder 18 oder sowas. Das war eine Art Reboot oder so von dieser Reihe, aber es war ein sehr ähnliches Spiel. Dark Corners of the Earth war da aber in meinen Augen doch ein bisschen waghalsiger, hatte eigene Ideen. Es gab auch diesen Wahnsinn wieder, dass unsere Spielfigur dann irgendwann mal komplett durchdreht und sowas. Das finde ich einfach geil, wenn sowas irgendwie mit eine neue Komponente ist, auf die du achten musst. Sehr, sehr geiles Spiel, Call of Cthulhu. Platz 8 geht an Capcoms Okami, ein Spiel, das auch immer wieder aus der Versenkung hervorgehoben wird mit einer HD-Portierung und nochmal eine Version für die Switch und so weiter. Und das ist auch so schade, weil das Spiel, glaube ich, so einzigartig ist, so einen einzigartigen Vibe versprüht, dass es halt irgendwie schade ist, dass sich dafür eigentlich scheinbar keiner für interessiert. Das Cell-Shading-Look ist natürlich immer noch zeitlos, der ist super geil. Dieses ganze Spiel sieht aus wie wie Aquarell, es ist unfassbar schön. Das ganze Spiel erinnert auch an so einem Zelda, dass du eben Dungeons hast, gewisse Rätsel, du hast Dorfbewohner, du hast Quests, du hast viel zu entdecken. Es ist ein rein rassiges Action-Adventure und bietet ganz, ganz viel Abenteuerlust, Folklore und auch vor allen Dingen wieder mal Experimentelles. Auch das Kampfsystem ist mal was anderes. Natürlich muss man sich darauf einlassen können und es wird nicht jedem gefallen, aber wenn man das mal probiert, dann merkt man vielleicht auch an sich selbst, okay, das funktioniert für mich. Das ist ein richtig cooles Kampfsystem und generell das ganze Thema mit diesen Zeichnen, also du hast dann so einen Pinsel und musst das zeichnen mit der Wiimote und so, das ist eigentlich ziemlich cool und als Amaterasu, als diese Wiedergeburt, als Wölfin oder so, oder was war das, was war eine Wölfin, ne? Das gibt auch einfach wieder ein ganz anderes Feeling rüber, die Musik passt sehr gut zu diesem Thema. Die einzigen Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe, sind einmal diese Geräuschkulisse, wenn die Charaktere reden, weil es gibt so Textboxen und dann gibt es so ein ich mag das einfach nicht, das ist einfach total dämlich, aber das größere Manko ist einfach für mich die viel zu langgezogene Spielzeit. Das Spiel ist einfach zu lang, es gibt viel zu oft repetitive Aufgaben, viele Dinge fühlen sich künstlich in die Länge gestreckt, das muss nicht unbedingt sein, aber vielleicht gibt es ja in der neuen Version da deutlich kürzere Abkürzungen, ihr kennt das ja, neue Versionen haben dann aus den Fehlern der alten Version gelernt. Also Okami, ein Spiel, was man sich unbedingt mal angucken sollte, aber leider ist es total gefloppt für Capcom, obwohl sie es irgendwie manchmal nicht wahrhaben wollen. Egal, wenigstens probieren sie es. Ne? Das könnten sich mal andere eine Scheibe von abschneiden. Mein Platz 8. Platz
Nummer 7. Ich habe es selber nicht gewusst, und zwar The Evil Within 2. Ich hatte, glaube ich, in einem meiner letzten Videos über The Evil Within 1 geredet und auch da erzählt, dass ich mit dem zweiten mehr Spaß hatte als mit dem ersten, zumindest damals. Und ich würde immer noch eine Lanze für den brechen, obwohl der heutzutage sehr verrufen ist und nicht so diese Genialität des ersten hat und auch vor allen Dingen sich eher weichgespülter anfühlt, also sich mehr an das Massenpublikum anbiedern möchte, so ein bisschen, möchte ich trotzdem sagen, das ist ein sehr, sehr kompetentes Horror-Action-Spiel mit einigen geilen Ideen und vor allen Dingen coolen Bossfights. Die fand ich richtig, richtig nice. Aber ich hatte gar nicht gewusst, und das war erst, nachdem ich dafür dieses Video ein bisschen in die Recherche gegangen bin, das Ding hat sich ja gar nicht verkauft. Das ist ja auch richtig gefloppt, leider. Deswegen wird es auch wahrscheinlich von Tango Gameworks oder von Bethesda nie wieder einen The Evil Within-Teil geben. Einige würden sagen, ja, Gott sei Dank. Andere würden sagen, ich fände es geil, mit Sebastian Castellanos nochmal, Castellanos heißt er, glaube ich, ne? Castellanos? Keine Ahnung. Nochmal ein Abenteuer erleben, weil eigentlich ist diese Grundidee noch ganz, ganz geil, ne? Mit diesen vernetzten Gedankenwelten und sowas. Das ist eigentlich, da kannst du so viel draus machen und so viel Grusel und Horror erzeugen. Ganz schön viele Horrorspiele heute dabei, ne? The Evil Within 1 hat sich deutlich mehr verkauft als der zweite Teil. Und obwohl ich da wirklich auch nochmal, wie gesagt, sagen möchte, dass diese offenen Areale, die es da manchmal gab in dem Spiel, die haben mir sehr gut gefallen, dass du dann eben in bestimmte Häuser einbrechen kannst, dass du Gegner aus der Ferne vielleicht schon beobachten kannst und denen aus dem Weg gehen konntest. Es waren mal wieder andere Elemente, die so ein bisschen, ja, einfach Spaß gemacht haben, und ich mochte einfach so ein bisschen die klarere Storylinie. Ich wusste, worum es geht. Ich wusste, dass das eine persönliche Geschichte von Sebastian ist, oder Sebastian heißt er wahrscheinlich. Ich werde es heute nicht mehr lernen. Jedenfalls hat es mir einfach gut gefallen. Mein Platz 7, The Evil Within 2. Elf kam Bulletstorm, ein Spiel von People Can Fly. Das sind absolute Experten in Ego-Shooter-Gameplay, haben auf dem PC damals die Painkillers-Reihe betreut, und Epic Games, die gerade so einen richtig großen Lauf oder guten Lauf hatten mit der Gears of War-Reihe, die beiden haben zusammen eben Bulletstorm veröffentlicht. Das Ding hat sich leider überhaupt nicht verkauft. Es gab noch mal 2017 den Versuch, noch mal das anzustoßen mit der Full Clip Edition, hat nichts gebracht. Das Ding hat leider niemand mitgenommen. Und man vermutet, dass das da auch die deutsche Version da mit dran schuld ist, oder der deutsche Markt, denn den hat man so ein bisschen fallen lassen. Die USK hat keine Freigabe gegeben und deswegen gab es eine USK 18-Fassung, die krass geschnitten war. Denn Bulletstorm ist ein rasantes Actionfeuerwerk. Ein Spiel, bei dem es um stylish Kills geht. Also du musst geile Kills machen. Headshot, dann wegtreten, dann vielleicht noch mit dem Lasso zurückziehen, dann nochmal einen Punch geben. Je geiler und intensiver die Kombos sind, desto mehr Punkte bekommst du. Das ist natürlich für den deutschen Markt viel zu heftig gewesen. Und deswegen war das Ding halt eben in so einer ganz krass limitierten Version hier verfügbar. Aber auch grundsätzlich hat es sich international halt eben nicht so verkauft. Das Ding war allerdings mega geil. Das war ein flutschiges Gameplay. Die, wie gesagt, diese ganzen Kombo-Ketten und die Möglichkeiten, den Gegner komplett zu zerstören, haben mega Bock gemacht. Und diese völlig trashige, aber irgendwie auch, ja, interessante, lustige Story hat mir auch irgendwie Spaß gemacht. Also ein ganz, ganz geiles Action-Feuerwerk. Ja, so ein bisschen im Fahrwasser von Gears of War oder Duke Nukem. Es gab ja nicht umsonst eine Duke Nukem-Mod, wo du plötzlich Duke Nukem freischalten konntest, der dann der Hauptcharakter war. Einfach total abgefahren. Das Spiel hat sich nie ernst genommen, aber dementsprechend war das der perfekte Snack für zwischendurch. Gönnt euch den Teil mal. Bulletstorm hat sich leider absolut nicht verkauft. Call of Duty Black Ops Cold War ist der aktuellste Teil dieser Liste, also das aktuellste Spiel, das wir hier vorfinden werden. Und wenn man jetzt natürlich die Zahlen sieht, dann muss man natürlich auch sagen, okay, im Vergleich zu den anderen Spielen ist das immer noch ein guter Wert. Aber im Ranking der gesamten Call of Duty Reihe, und wir haben ja mittlerweile über 10, 12, 13, 14, 15 Spiele, ist es das zweitschlechteste verkaufte Spiel ever. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Natürlich kann es mittlerweile
mittlerweile auch wieder sich umändern oder dann kommt jetzt zum Beispiel ein Vanguard, das hat jetzt vielleicht nochmal weniger verkauft, das weiß ich nicht so ganz genau. Jedenfalls ist Call of Duty Black Ops Cold War, welches ein Launch-Titel auch für die PlayStation 5 beispielsweise war, ein absoluter Flop gewesen. Und das, obwohl gerade die Black Ops-Reihe sich normalerweise mega verkauft hat. Von Teil 1 bis 4 gingen die weg wie warme Semmeln, aber Cold War eben nicht. Warum das so ist, kann man nicht genau sagen, denn einfach mal logisch betrachtet hat Cold War alles gehabt, das es vorher auch hatte. Im Gegensatz zu Teil 4 hatte es sogar eine Kampagne und die war mega geil. Eine der geilsten Call of Duty Kampagnen ever. Dann hatte es immer noch den Multiplayer, es hatte immer noch den Zombie-Modus, also alles, was Black Ops immer ausgemacht hat, aber irgendwie scheinbar hat es niemanden mehr interessiert. Vielleicht war da Warzone schon so ein Thema und die Multiplayer, das Multiplayer-Lager hat sich verlagert in den Free-to-Play-Bereich. Vielleicht liegt es auch daran, weil sich gerade die neuen Konsolen angebahnt haben und Cold War so ein bisschen dazwischen released wurde, obwohl es auf beiden Versionen natürlich released wurde, also beiden Generationen. So ganz genau kann sich das keiner erklären. Ich möchte nur damit sagen, es ist mein Platz 5, weil das Ding ist einfach mega geil. Natürlich, ich spiele jetzt weder den Zombie-Modus noch den Multiplayer-Modus, den ignoriere ich da mittlerweile, aber die Kampagne, Leute, die war mega spannend. Das ganze Spiel mit dem PS5-Controller, mit den adaptiven Triggern und sowas, hat mega Bock gemacht. Es gab einzelne Missionen und Set-Pieces, die mir immer noch in Erinnerung bleiben, weil die mega gut gemacht worden sind. Und das Spiel hatte mal so die Idee, mal ein paar Nebenquests einzubauen und so eine eigene Kommandozentrale, wo du mit Leuten auch mal interagieren kannst. Also nicht nur straight Mission und das, dazwischen gibt es eine Story, die keiner mehr irgendwie versteht. Also schon der Versuch, auch auf alte Black Ops Spiele Bezug zu nehmen, Charaktere wiederkommen zu lassen, also so wirklich so einen kleinen Build-up zu machen für noch mehr, hat sich keiner für interessiert. Super schade. Call of Duty Black Ops Cold War. Platz Nummer 4 ist Bayonetta und da würden jetzt einige sagen, Moment mal, es gibt doch zwei andere Teile, das muss doch eigentlich ein Erfolg gewesen sein. Nee, also wenn man da genauer hinguckt, Bayonetta erschien für sämtliche Konsolen damals, hat sich allerdings gar nicht verkauft und dann wurde das Ding eigentlich fallen gelassen. Das war ein kommerzieller Flop, keiner hat sich dafür interessiert, die Hexe ist tot. Nintendo war allerdings die einzige Stelle, die gesagt haben, okay, wir greifen dieses Franchise auf und kaufen uns Rechte. Und dann haben sie damit für Nintendo exklusiv Bayonetta 2 für die Wii U und Bayonetta 3 für die Nintendo Switch in Auftrag gegeben. Von Platinum Games natürlich wieder, aber ohne Nintendo hätte es das nicht gegeben. Eine Rettungsaktion, die bitter nötig war, denn das Spiel war mega. Also Bayonetta 1 war schon von Anfang an das, was man halt gewohnt war. Und das sag ich, der mit Bayonetta normalerweise nicht so viel am Hut hat. Aber das Ding war eigentlich total abgefahren. Das Kämpfen hat mega Bock gemacht, das war herausfordernd, aber super tiefgängig, dass ich verschiedene Waffen ausprobiert habe. Meine liebsten Waffen waren diese beiden Krallen gegen Ende, die so richtig reingehauen haben. Das ganze Spiel war ein krasser Mindfuck, es gab Over-the-Top-Action, geile Bossfights, die in den unmöglichsten Situationen stattgefunden haben. Größer, kleiner, alles war dabei. Die Hexe Bayonetta an sich war natürlich ein völlig überzeichneter Charakter, aber super, super geil. Also ich habe sie gerne gespielt. Und alles in dem Spiel war super nice. Alles hatte immer so ein gewisses Augenzwinkern, was Bayonetta, finde ich, bis dato auch irgendwie so ausgemacht hat. Super schade, dass das Ding leider bis heute auch sich nicht verkauft hat. Jetzt müsst ihr rein theoretisch auf die Switch-Version zugreifen, wenn ihr den ersten Teil noch holen wollt oder die PS3 oder Xbox 360-Version kaufen. Denn ich sag euch, die lohnt sich. Mein Platz 4, Bayonetta. Platz 3, muss ich sagen, tut mir auch ein bisschen weh. Nicht, weil es sich schlecht verkauft hat. Das hätte man vielleicht auch irgendwo schon erahnen können. Ich finde, das Spiel ist komplett in Vergessenheit geraten. Selbst bei mir. Ich habe das auch seit einiger Zeit schon wieder komplett vergessen. Enslaved Odyssey to the West. Ein Spiel von Ninja Theory, die jetzt mit Hellblade einen kleinen Erfolg feiern konnten. Das war im Vergleich zu Enslaved ein anderes Thema. Ninja Theory bestand immer schon so ein bisschen aus so cooler Action und vor allen Dingen einfach sehr imposanter Grafik und Motion Capturing Aufnahmen. Und sie haben sich für Enslaved, für den Charakter Monkey, den man spielt, Andy Serkis an Bord geholt. Ich glaube, die haben da sowieso einen sehr, sehr guten Draht zu ihm und sind da mit ihm quasi in diese Motion Capturing
Aufnahmen gegangen und der hat da so abgeliefert. Also Monkey als Spielfigur war schon auf der PS3 und auf der Xbox 360 unglaublich beeindruckend zu sehen. Auch Triss, auch wenn sie mir auf den Sack gegangen ist, diese Spielfigur, ich fand sie an sich als Charakter sehr interessant. Und ich fand diese Ausgangssituation, dass Monkey verpflichtet wurde, Triss zu beschützen, das war irgendwie cool und clever. Und diese ganze Reise, die man da angetreten ist, mit den verschiedenen Sets und den verschiedenen Plotlines und so, die waren einfach geil. Es war ein sehr, sehr spannendes Spiel mit einem coolen Twist am Ende. Nur leider war das auch, finde ich, vielleicht im Gameplay etwas zu gewohnt. Enslaved spielte sich halt eben sehr gut weg. Es war nicht so der perfekte Plattformer, hat aber irgendwo seinen Sinn und seinen Zweck erfüllt. Es war nicht das perfekte Kampfsystem, aber irgendwie hat es doch irgendwie gut reingehauen. Also es war nie perfekt, aber das Gesamtpaket hat mir immer super gefallen und das Spiel, ja, das hat irgendwie so eine gewisse Note hinterlassen, die ich irgendwie nicht vermissen möchte und ich möchte unbedingt das nochmal ins Gedächtnis rufen, dass das Ding ein richtig geiles Teil war und es ist super, super schade, dass sich das absolut nicht verkauft hat, dass sich das für Ninja Theory überhaupt nicht gelohnt hat, dass sie diesen Weg gegangen sind, auch mit Hollywood-Stars und mit Spezialeffekten zusammenzuarbeiten und das alles zu fusionieren, dass der Ertrag nicht so gut war, wie sie sich das erhofft hatten. Letztendlich ein Flop, aber spielerisch doch ganz geil. Holt euch das Teil Enslaved Odyssey to the West. Platz 2 wurde auch schon des Öfteren im Rüdiger-Format angesprochen, und zwar Spec Ops The Line. Ein Spiel aus Deutschland, Jager Games, haben hier ein Spiel gemacht, das natürlich, wenn du die Trailer siehst, und man kann sich die Trailer angucken und du siehst diese Trailer und denkst dir, das ist doch irgendeine billige, langweilige 0815 Military-Shooter-Scheiße mit Deckungssystem, mit zwei Begleitern, denen man auch irgendwie Befehle erteilen kann. Das war zu dieser Zeit einfach so oft der Fall, dass diese Art von Spiel gekommen ist. Und dann wollte man einfach auch nicht mehr. Diese Spiele hatte man 100-mal gespielt. Warum das? Vor allen Dingen sieht es auch optisch überhaupt nicht reizend aus. Das ist ein sandiges Dubai. Alles ist nur total dreckig und braun und beige und aber so langsam hat man natürlich dann schon mitbekommen, dass das Spiel auch mehr zu bieten hat. Und ich bin dann damals auch komplett geflasht gewesen, was das Spiel eigentlich erzählen wollte. Und zwar eine ganz andere Richtung von Kriegsstory, die so geil war, dass ich es total schade finde, dass es heute zwar immer noch und immer wieder angepriesen wird. Wir machen das ja auch, also ich mache das ja immer wieder. Spec Ops The Line, probiert das mal aus. Es ist mehr, als es jetzt irgendwie auf dem ersten Blick zu sein scheint. Na, am Ende spielt es trotzdem keiner, weil man sich denkt, ja, aber warum soll ich denn trotzdem ein Third-Person-Action-Spiel spielen? Und das ist ja irgendwo das Problem, weil es ist 90% ein Action-Spiel mit Deckungssystemen und Granatenwerfen und Munition einsammeln und so weiter. Das, was man halt... Die Story ist halt das Thema so ein bisschen. Die Story ist das, was einen so rumreißt und diese ganzen Charaktere, das einen so ein bisschen auch, ja, so mit seinen Erwartungen spielt, und es ist so schade, dass das Teil sich einfach gar nicht verkauft hat. In meinen Augen ist es doch noch einen Blick wert, auch für Leute, die sagen, will ich ehrlich gesagt nicht mehr spielen. Probiert es aus, bitte. Spec Ops The Line auf Platz 2. Und mein Platz 1 ist Beyond Good and Evil. Ein Spiel, das mich nicht mehr loslassen möchte. Ich habe es sogar in der HD-Version nochmal gezockt vor ein paar Jahren. Und es war immer noch total magisch. Ein wunderschönes Spiel. Ein toller Mix aus Erkunden, Action, Open World, Minispiele und einer wunderschönen Welt, die super interessant ist, wo man einfach mehr sehen will. Ne? Jade und Pig, die beiden als wunderbares Duo erleben dieses tolle Abenteuer, diese spannende Verschwörung, die sie da aufdecken, und das Fotografieren der Welt und der Wesen, die dort herumfliegen. Ein Spiel wie für mich gemacht. Auch hier nie etwas total deep, nie etwas total tiefgründig, aber die Abwechslung macht es. Du machst mal ein Rennen, dann bist du mal irgendwie am Stealthen, dann bist du irgendwann mal am Kämpfen, dann gibt es einen Bossfight und dann bist du wieder bei deinem Haus und entdeckst irgendwelche, weiß nicht, Geheimnisse. Sowas liebe ich eigentlich.
einfach. Und wenn das auch noch so schön untermalt wird mit der tollen Musik und die grafische Darstellung einfach so wunderschön gezeichnet ist. Also ein Spiel, das durch und durch meinen Namen spricht. Und es ist auch total traurig, dass es dazu keinen zweiten Teil gibt. Aber da merkt man aber auch, weil es eben so dermaßen gefloppt ist, und das wird ja von Ubisoft schon immer als eines der schlimmsten Flops bezeichnet, die man sich vorstellen konnte, weil Michel Ancel, der ja ein namenhafter Entwickler in dieser Firma ist, der hat dieses vollste Vertrauen von der Führungsriege bekommen und das Ding ist komplett gegen die Wand gerast. Also ist natürlich irgendwo so die Reputation nicht mehr da, und wenn er jetzt das einen zweiten Teil machen will, dann ist man da eher vorsichtig und guckt, was kann man machen, wie viel können wir ihm geben, weil er will natürlich immer viel, und jetzt ist er ja mittlerweile nicht mehr an Bord, aber er will natürlich immer seine Visionen umsetzen, aber das kostet alles Geld, und ich glaube, Ubisoft hatte da nicht mehr so das Vertrauen und gesagt, nee, wir müssen da ein bisschen auf Marktforschung achten und was wollen die Leute überhaupt zocken, und dementsprechend ist das wahrscheinlich auseinandergegangen, ist jetzt nur meine Spekulation, aber da merkt man mal, wenn du eine Vision hast, wenn du etwas zeigen willst und machen willst, dann hast du eben so Spiele wie Beyond Good and Evil, die leider sich überhaupt nicht verkauft haben. Gönnt euch das Spiel unbedingt, wenn ihr Spiele mögt wie Zelda, wie Prince of Persia oder sowas. Das ist ein mega gutes Spiel und es macht eine riesige Freude. Gibt es übrigens auch als HD-Version für die Xbox 360 oder für die PS3. Ich glaube, das ist die letzte Version. Oder für den PC gibt es für ein Apple und Ei, Leute. Gönnt euch das. Beyond Good and Evil 1. So, und das war's jetzt. Das war eine schwere Geburt, muss ich sagen. Hat mich jetzt etwas schwer getan. Weiß ich gar nicht, wieso. Ein tolles Video mit unfassbar tollen Spielen. Ich denke mal, viele von euch werden das so das eine oder andere Spiel gespielt haben und können bestätigen, dass die geil sind, dass die mal gespielt werden sollten, dass es total schade ist, dass die so schlecht verkauft wurden. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin jetzt hier raus. Ich habe euch jetzt mal ein paar Geheimtipps gegeben, wenn es Geheimtipps sind. 10 Stück auf jeden Fall. In dem Sinne, macht es gut, habt einen wunderschönen Tag und ciao.